Berlin im November 1989. Geheimagenten verschiedener Nationen kämpfen um die Vorherrschaft in den letzten Tagen vor dem Mauerfall. Als ein britischer Agent getötet wird, soll Agentin Lorraine Broughton, gespielt von Charlize Theron, den Fall aufklären. Und das geht nicht ohne jede Menge Action. Ich denke, Verständnis für eine Figur wird dadurch erzeugt, dass man ihre Wunden sieht. Sieht, was sie durchgemacht hat und was für Folgen ihre Taten haben. Davor wollte ich nicht zurückschrecken. Ich wollte, dass der Zuschauer wirklich jeden Schlag fühlt. Atomic Blonde wurde in Budapest und Berlin an vielen Originalschauplätzen des Kalten Krieges gedreht. Regisseur David Leitch, der für Actionkracher wie John Wick und Jupiter Ascending bekannt ist, schafft es, seine Hauptfiguren auf eine Zeitreise zu schicken. Ich bin ein Kind der 80er. Da werde ich gleich total nostalgisch. Ich liebe die Musik, die Klamotten. Die Klamotten im Film sind unglaublich. Ich habe es geliebt. Das ist eine meiner liebsten Äras. Charlize Theron macht als Geheimagentin in Atomic Blonde den James-Bond-Filmen große Konkurrenz. Lorraine Broughton ist mysteriös, charismatisch, sexy und kämpferisch. Der Film ist ein Actionspektakel, den Genre-Liebhaber unbedingt sehen sollten.